Zum Schnadelgang in Beckum hatte die Stadt Balver eingeladen. Dieses Jahr in Beckum stattfindet. Wir hatten Glück, wir konnten wieder Stefan Wiesenhöfer gewinnen, der unsere Wanderung führen wird und die ein oder andere Geschichte hoffentlich erzählen kann. Erstmal über Schloss Wottlum, dann durchs Orlebachtal Richtung Mölln wieder, dann an der Mölscher Mühle vorbei, dann Schloss Mölschede, zurück nach Beckum an der Lemsen Villa und dann wieder zurück zur Walduslusthütte, wo die Gulaschsuppe gereicht wird. Und vielleicht kann ich das eine oder andere noch erzählen, was der eine oder andere vielleicht noch nicht weiß. Erste Station der interessanten Informationen war der Steinbruch Hertin 1 und Hertin 2. Der Geschäftsführer stand für Informationen bereit. Wie groß, sag ich mal, die Corona ist, die hier aufgelaufen ist. In der Familie Landsberg selbst betrieben worden. Und dann, sag ich mal, mache ich jetzt einfach mal so einen großen Sprung nach vorne. Hat es halt in den letzten 20 Jahren ja mehrere Betreiberwechsel gegeben. Und wer die Situation in Warstein so ein bisschen kennt, das waren früher vier Mittelständler, von denen haben sich drei zusammengeschlossen zu einer großen Firma, zu Westkalk, und Brüne ist außen vor geblieben. Und das Risiko war jetzt einfach mit der Insolvenz Brüne, dass die drei eben auch den vierten nehmen, die Genehmigung, die Steinbrüche dazu, und wir letztendlich sozusagen ausgeliefert werden. Und deswegen war Warstein ein strategischer Kauf, aber zu sagen, wir sichern unsere eigenen Rohstoffvorkommen und Balve letztendlich im Paket dazu, um diese Ruhrgebiet, diesen strategischen Aspekt einmal für den Kieswerke zu gewährleisten. Also im Prinzip ein, dreiviertel Jahre, muss man auch ganz ehrlich sagen, wir kämpfen nach wie vor, weil die Lagerstätte, sage ich mal, in dem Bereich, also sprich, sage ich mal, der Steinbruch, der Kalkstein, wo wir jetzt gegangen sind, sehr schwer, sage ich mal, zu handeln ist. Und die vorherigen Betreiber, die Filetstücke rausgeräubert haben und letztendlich all das übrig gelassen haben, was dann schwierig ist in der Bearbeitung. Nach der ersten matschigen Begegnung ging es weiter zum Schloss Wocklum hinunter, zu dem der Wanderführer auch so einiges zu erzählen hatte. Vorbei an der Reitanlage Wocklum führte schließlich der Weg in das romantische Orlebachtal und weiter an Schloss Melschede vorbei zum östlichsten Punkt der rund 7 Kilometer langen Strecke.